Seelenresonanz. Was verstehe ich darunter? Und was hat mir Aaron, mein venusischer Begleiter, dazu erklärt? Seelenresonanz ist für mich, wenn mein Ego in Resonanz mit meiner Seele schwingt, wenn ich also auf Ego-Ebene genau wahrnehme, was sich meine Seele wünscht und welche Schritte ich tun soll, um in meinem Seelenplan zu bleiben. Das muss nicht sein, denn wir haben einen freien Willen und es ist durchaus auch möglich, dass unser Ego sein eigenes Süppchen kocht. Aber zumindest ich weiß aus eigener Erfahrung, dass mein Weg dann holprig wird. Während mein Weg dann, wenn mein Ego in Resonanz mit meiner Seele schwingt, dann mein Weg sehr glatt wird. Meistens auch sehr leicht, sehr harmonisch. Und wenn es mal Wegstrecken gibt, die anspruchsvoll sind, dann kann ich sie leicht meistern, weil ich eben meine Seele quasi im Rücken habe und weil meine Seele mich begleitet. Ich kann ja auf einige Lebensjahre schon zurückblicken und es ist ganz spannend, wenn wir unser bisheriges Leben betrachten und uns überlegen, in welchen Phasen wir in Seelenresonanz waren und in welchen Phasen nicht. Da merkt man nämlich ganz, ganz deutlich die Unterschiede. Und dieser Rückblick ist vor allem deshalb aus meiner Sicht so wertvoll, weil wir dann lernen, auch im Hier und Jetzt, wenn wir in dem schwingen, was ich als Bewusstheit bezeichne, erkennen, bin ich gerade in Seelenresonanz oder kocht mein Ego gerade wieder sein Süppchen. Es ist ganz interessant, wenn wir Lebensphasen betrachten in unserem bisherigen Leben, wo wirklich das Ego sich der Seele hingegeben hat. Wie schön, wie beglückend, wie reich, wie leicht, wie kreativ auch diese Lebensphasen waren, wie blühend vor allem auch. Und wenn wir auf jene Phasen zurückblicken, wo unser Ego das Kommando und die Kontrolle hatte, zumindest zu haben glaubte, dann können wir da wirklich Gebirge wahrnehmen, die wir zu meistern hatten und dies auch noch mit großen Schwierigkeiten. Aaron sagt mir dazu, dass das auch nicht weiter schlimm ist, denn wie er sagt, auch Umwege verbessern die Ortskenntnis. Also wir dürfen durchaus auch mal auf Abwege geraten, also weg von unserem Seelenweg, von unserem Seelenplan. Denn ich persönlich glaube, dass unsere Seele sich einen bestimmten Plan vorgenommen hat für dieses Leben. Das ist kein fixfertiger Plan, sondern das ist eher wie ein Gerüst, innerhalb dessen wir natürlich gewisse Freiheiten haben auf Ego-Ebene. Aber auch da, je besser unser Ego in Resonanz mit unserer Seele schwingt, umso leichter, organischer und ja, fruchtbarer wird unser Leben auch. Denn ich glaube auch, dass wir unser Potenzial, also die Fähigkeiten, Talente und Stärken, die wir mitgenommen haben, in diese Inkarnation leichter und besser entfalten können, wenn wir in Seelenresonanz schwingen. Und das ist ja letztlich unsere Aufgabe, dass wir das Geschenk, das wir mitgebracht haben, in dieses Leben auch wirklich erkennen, auspacken und der Welt und uns selbst darbringen. Und dazu ist es meiner Erfahrung nach wichtig, in Seelenresonanz zu schwingen. Möglichst viel, möglichst durchgehend. Und wenn dich das anspricht, dann würde ich dir empfehlen, genau darauf zu achten, wie sich das anfühlt, nämlich auch im Hier und Jetzt. Wie fühlt es sich an, wenn dein Ego in Resonanz mit deiner Seele schwingt? Woran kannst du das erkennen? Viel Erfolg dabei!